Bei dieser Simulation einer Roland-Brandt-Skala habe ich einen Sketch benutzt mit einer manuellen Senderabstimmung per Drehencoder. Ich muss gleich sagen, diese Art der Einstellung ist sehr langwierig und nervig. Ich bleibe besser bei meinem Sendersuchlauf. Neu ist auch die Art, wie ich den Zeiger auf dem Nexteon-Display bewege. In der Loop wird ein Vergleich der Soll- und der Ist-Position ausgewertet. Der Zeiger wird dann nur um ein Pixel in die entsprechende Richtung bewegt, bis zum nächsten Loop-Durchgang. Dadurch erreiche ich eine sanfte Bewegung, auch wenn ich mal mit Stationstasten arbeite. Mit dem gleichen Algorithmus kann ich auch mal eine Servo- oder motorgetriebene Skala bewegen. Beim Einschalten wird der Zeiger ziemlich am Anfang der Skala positioniert und läuft dann langsam der Frequenz hinterher, bis er sie erreicht hat. Das Radio selbst kümmert sich nicht um die Zeigerposition. Technisch benutze ich auf dem Arduino Nano diesmal kein Software-Serial, sondern den UART auf den Pins 0 und 1, der eigentlich für den USB-Port vorgesehen ist. Dadurch kann ich keinen seriellen Monitor benutzen, und zum Einspielen des Sketches muss die TX-Leitung abgezogen werden. Da hier aktuell aber nur eine Ausgabe auf das Display geschickt wird und von der Software keine Daten vom Display angefordert werden, kann die TX-Leitung auch abgeklemmt bleiben. Aus urheberrechtlichen Gründen muss ich den originalen Radioton wieder ausblenden. Dadurch wird die Demonstration zwar sehr beeinträchtigt, aber das Video wird nicht wieder gesperrt. Die Texteinblendung von Frequenz und RDS ist auf dem Film fast nicht zu sehen. Die gelbe Schriftfarbe hat zu wenig Kontrast auf dem Hintergrund. Aber das kann ich ja noch ändern. Parallel zu dem Nexteon läuft in meiner Versuchsanordnung auch noch ein OLED-Display.